Ah, oh, diese Schlingel benutzen unsere Sicherung, um ihren gemeinen kleinen Funkturm zu betreiben. Oh lol, ich bin so. Wenn du sie freundlich bittest, nice. Geben sie oh, sich. Oh lol, ich bin am Leben. Oh lol. Grüß tot von mir. Warte, lass sie einfach mal neben mir stehen. Mach gar nichts, du schießt gar nichts. Ich krieg die ganze Zeit. Dann. Aha. Holy crap. Warum muss das immer Sprenger in einen, beziehungsweise mehr Türe heißen? Okay. Ja, okay. Verdammt. Dein Apfel wirft mit Fässer um sich. Wie geil ist das denn? Mhm. Hast du noch nie gesehen? Pack die ein, was die rumliegen, pack der, zieht sie hoch und dann schmeißt er die den Feind an. Okay, ich glaube, ich möchte so ein Äppchen holen. Was soll das? Ein Warmer oder so, nie schmeckt. Oh yeah. Ja, das habe ich ihm gesagt. Da hat er mir ein Badass skulliert. Ich hab's gesehen, ja, töte ihn. Oh Gott. Also, das mit dem Töten ist jetzt so eine Sache, das denn? Ich hätte mehr Granaten anstecken sollen. Na gut, ich probiere mal einzugefrieren. Gehört ich es habe uns. Nicht voll das ist aber gar nicht mal so schlecht. Macht es nicht eigentlich auch Sinn, wenn wir, lol, wenn wir das beide machen, beide mit übernehmen und dann übernehme ich eine Zeit lang und du übernimmst eine Zeit lang und ich übernehme wieder eine Zeit lang? Ich weiß nicht mal, dass ich will. Da haben wir doch in der letzten Folge rausgekommen. Stimul, Dankeschön und vielen Risa. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß aber, das ist ja Goldfischgedächtnis, was doch nicht geht. Wisst ihr nochmal? Botschaften zu verbreiten. Vielleicht steigen sie auf etwas Hübscheres um. Nein. Mit Flüsterverschlüssel locken. Zu gut, Level. Aber schön. Wir können zu Ito schnell reisen. Können wir das? Ich steige aus dem Fahrzeug kurz aus. Ready to go. Immer nach, vertötet sie. Lass deine Wut hören. Ich hab diese Revolver, die haben so ein geiles Feeling. Ich hab die Musik. Jo, die Musik hier ist herrlich. What the fuck? Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Nice. Danke, mein Schatz. Du hast ihnen einen echten Gefallen getan. Ja, danke, Jungs. Krass, das Teamplay, Mann. Ja, klar, ja, natürlich. Ja, war wieder gerne. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, nächstes Mal, ne? Jetzt, wo du alle unsere Ersatzteile entliehen hast, komm zurück zum Hof, mein Schatz. Und tut mir leid, dass ich dich damit belästigt habe. Normalerweise legt Pa diese kleinen Meinungsverschiedenheiten bei. Er kann hey, jetzt so gut wir mit Menschen wieder zurück. Umgehen. Okay. Hey Mann, wo ist mein Auto? Verstehst du denn jetzt? Ich frage mich, wie lange braucht. Sag Bescheid, wenn ich mit dir reden kann. Einfach reden. Gerade. Bin ich beim Verkaufen. Moment. Du bist so freundlich, mein Schatz. Wenn es dir nicht so viel Mühe macht, würdest du sie auch wieder installieren? Meine Hüfte ist nicht mehr dieselbe, seit ich diesen Reaktorkern die Treppe hochgeschleppt habe. Klar, ich schleppe auch sehr gerne Reaktorkerne. Einfach mal sonst irgendwo hin. Natürlich, gehört einfach zu meinen Daily-Aufgaben. Steht das auch bei dir im Vertrag? Und ja. Elektrozäune bedeuten gut erzogene Nachbar. She's crazy, man. Scheiße.
bist wieder da. Ich hatte schon Angst, dass mein Vanillepudding im Kühlschrank schlecht wird. Und die Testsubjekte erwachen doch nicht aus ihrem Kälteschlaf. Es ist so schön, etwas Hilfe zu haben. Manchmal erstaunt mich die Hilfsbereitschaft von Fremden. Ich muss auf eine Bezahlung bestehen. Komm her. Ich weiß nicht, ich will nicht mit ihr reden, weil sie gemerkt hat, das Herz ist so komisch. Der Hof hat schon bessere Tage gesehen. Aber wenn man sein Heim und seine Antimaterie-Eindämmungskammer nicht länger beschützen kann, was kann man dann überhaupt noch beschützen? Danke, mein Schatz. Danke, mein Schatz. Wir bieten jetzt auch den Wow, 3000, das reicht für dreimal Zirgen beim Casino. Normale Menschen rechnen anders um. Ja, zum Beispiel Monatsmiete, aber bei mir dreimal Casino. Der Bach ist seit fast einer Woche trocken. Und ich sage dir, die Brennstäbe brauchen Kühlung und die Wargwurzel muss gewässert werden. Pa ist in die Schlucht, um das Wasser wieder zum Fließen zu bringen, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sei ein Schatz und bring das Wasser wieder zum Laufen, okay? Sei ein Schatz und bring das Wasser wieder zum Laufen, ja? Okay, nicht gut. Das gefällt mir an ihm. Lass mich raten, gleich darf ich hier auch noch was kochen. Oder der Protonenbeschuss auf meinem Bismut. Ja. Das ist etwas Positives. Aber natürlich, positiv geladen. Mein Schatz. Wie soll man denn sonst zu seinem Polonium 209 kommen? Wie man links, du mit rechts, ne? Oh, warte mal kurz. Pass da draußen, die Mission ist falsch ausgewählt. Trockne nicht aus und achte auf lose Schnelle, du wirst dir nichts verdrehen. Okay, you got to bait it. Du bist noch links, du bist noch links. Warte mal, falsche Mission, nimm's zurück! Stark. Was passiert eigentlich, wenn ich hier durchlaufe? Oh, ich krieg einen leichten elektrischen Schlag. Und das ist gut, das hält mich wach. Natürlich, du bist dann dementsprechend auch ein sehr guter Nachbar. Versteht sich. Da sind wir Jungen. Nichts. Okay. Lauf, ihr Schwächlinge! Sagt ihr, wie zu schwach, um zu überleben. Weiter. Einfach weiter. Ah, so. Okay. Ja, so, kann es sein, dass die Mission ein bisschen unterlevelt ist für uns? Ja, 26, habe ich gesagt, ich starte mit den Schwächsten. Okay, das gut. Oder 27 jetzt, das ist Teil 2. Alles One-Shot-Nerds. Das ist easy, irgendwie. Warte. Oh, Tracoon-Lock. I take it. Aslan de Vega hat mein Schiff abgeschossen. Ich habe mich in einem großen alten Kackehaufen versteckt. Holy crap, ist das Ding groß! Sie sollen doch die Schlauste im Universum sein! Sie haben die Kammern gebaut! Das ergibt ja, doch keinen Sinn! Ich bin also schnell tot. Wenn ich lebend aus diesem Kackehaufen rauskomme, finde ich die Eridianer und hole mir meine Lol. Luft! Süße, unbelastete Luft! Ich glaube, das ist Pa. Das Rudel lässt niemanden zurück. Wurde er aufgefressen? What do you mean? Ja, aber noch nicht verdaut. Oh, ich danke dir. Normalerweise bin ich nicht so gut auf ungebetene Besucher ist zu das, sprechen. Was ich denke, dass aber es angesichts ist. Deines guten Timings weiß ich deine Hilfe zu schätzen. Ja, das ist das, was ich denke, dass es ist. Wie genau bist du in diesem Skag gelandet? Ich bin ja selbst schuld an meinem halb verdauten Zustand. Dieser hungrige Bastard hat mein ganzes Dynamit gefressen. Also bin ich in seine Speiseröhre gesprungen. Ich habe das Dynamit jetzt, auf meiner Reise durch sein Inneres nicht gesehen. Ito, ich kann noch mal kurz da vorne gucken. Ich glaube, es ist nicht alles richtig verkabelt. Das macht bei einem Skag keinen Unterschied. Wenn du helfen willst, wühl doch bitte in den verstreuten Haufen darum. Nice try. Was, in den Haufen? Also in der Kacke. Oh, wow, wir dürfen den. Kacke-Farmer! Tötet diesen Kacke-Farmer! Okay. Dieser Kotdamm hat das Wasser davon abgehalten, unseren Hof zu erreichen. Kotdamm, ah, das ist jetzt scheiße. Haben wir das Dynamit und ja, was, daran Bro? Machen, das Werk der Familinguas zu zerstören.
Ja, ich habe vorhin braune Steine gesammelt. Ich kann das nicht mehr unterscheiden. Genau in das Zentrum dieses Gebildes. Ah ja, okay, alles klar. Super, Bitch. Gut gemacht. Du hast ein Auge für Zerstörung, Besucher. Jetzt schwing den Pömpel und spreng den Kackdamm direkt in die Verdammnis. Ich hätte gerne einen Ganzkörperanzug. Ein neuer Tag. Eine weitere atomisierte Mistwolke. Aus dem Feuer der Zerstörung fließt das Wasser des Lebens. Gute Arbeit, Besucher. Scheint für ein Abenteuer die Zeit vergessen zu haben. Geh und lass Ma wissen, dass ich intakt bin. Obwohl ich vermute, dass der Gestank unseres Sieges bereits den Hof erreicht hat. Ja. Ja. Ja, wenigstens haben die jetzt sauberes Wasser. Moment. Wenigstens haben die jetzt wieder Wasser zum Trinken. Alright. Lass mich raten, gleich dürfen wir was kochen. Pa hat sich schon wieder von einem Skag fressen lassen, stimmt's? Das passiert oft das? Aber gut. Immerhin habe ich wieder fließendes Wasser für meine Ernte. Dem Hof geht es besser als je zuvor. Hier, damit kannst du dir Reinigung bezahlen, mein Schatz. Oh, und ich glaube, Pa hat noch einen Job für dich, wenn du Zeit hast. Klar, vielleicht wurde er wieder von einem Skag gefressen. Mean, mean, mean. Bitte die richtige Mission auswählen, bitte. Ja, ja, ich hab... Heuchler! Warte, du stellst jetzt bei Lilith die große Kamera aus. Ja, das ist... Ach, mein Gott. Diese Sorry, wenn du jetzt nicht lese. Wir werden nicht glücklich darüber sein, dass du so nett warst, unsere Sachen zurückzuholen. Wenn sie zurückkommen, werden sie mehr als nur Ersatzteile mitnehmen wollen. Ich bin schnell mit dem Messer, aber wir brauchen mehr Höllenfeuer für das, was auf uns zukommt. Ich denke, es ist Zeit, Bessie zu wecken. Und wer ist Bessie? Unser Kind, sozusagen. Ma und ich. Ja, wir haben unsere Tugenden und unsere Sünden. Ich schätze, wir haben so ziemlich alles davon in Bessie gesteckt. Also, ich bin dafür, ihr weckt Bessie und ich nehme so schnell, soweit es geht. Jetzt Abstand. Na los, Besucher, weck sie auf. Ja. Oh, du weißt, dass Bessie ein schwieriges Mädchen ist. Ihre Befehlslogik braucht eine komplexe und präzise Treibstoffmischung. Ma hat recht, Besucher. Du musst in der richtigen Reihenfolge auf die Ventile springen, um sie zu öffnen. Dollar Donny, ich habe deine Echos bekommen, aber Hätte so mal, süß und heißblütig deine erste. Einladung auch. Da fließt das kolloidale Kobalt. Das nächste Ventil ist auf der anderen Seite. Siehst du es? Was? Du musst es. Das wird die Quantenlake sein. Das nächste Ventil sitzt fest. Möglicherweise musst du es losschlagen. Ah, warum schiebst du mich? Das ist doch hinter dir. Ja, habe ich es nicht aktiviert? Also. Oh. Plan. Zum Glück hast du das Nachtfeueröl nicht entzündet. Die letzten Ventile sind da oben. Soll mir einer sagen, dass die schwache Frau oder der alte Mann hier hochklettert, um das scheiß Ding zu aktivieren? Wahrscheinlich. Ja, ist logisch. Okay, alles klar. Guck mal nach der Leiter, bevor ihr irgendwo hinspringt. Ich hab drauf geschossen. Alles, was sie braucht. Ah, lol. Steig auf das erste Mal von den drei Malen, was funktioniert hat. Irgendwer muss ja. Nexus, du musst es drehen. Nexus, du musst draufschlagen. Nexus, du. Ah, das stimmt sogar. Alright. Was geht's nach dir? Angenehm. Ja, durchaus. Was passiert jetzt? Was aktiviert? Was wird jetzt eigentlich wach? Oh, guck mal da, auf das Dach. Aus der Hölle direkt vor unserer Haustür. Könntest du sie mit Bessie darum bitten zu verschwinden? Was ist jetzt genau Bessie? Lass das Blut fließen. Wait. What? Okay. Alright, it's time to fight.
Mit dir! Das sieht sowas von geil aus. Oh, das ist Bessie. Ich verstehe. Was? Wo ist Bessie? Guck auf den Dach. Denkst du was? Holy crap! Ja, ne? Jetzt wissen wir auch, wofür wir den Kernreaktor brauchen. Töte die Banditen. Da ist noch einer da oben, aber ich komme da nicht hin. Aua. Ist er tot? Ach, das schafft. Da muss ich gar nicht irgendwo, irgendwo hin hochgehen. Oder so eine. Solange die Familie zusammenhält, ist der Hof sicher. Besucher, kommt zur Veranda. Besucher, zur Veranda. Ja, wenn du so lieb fragst. Unser bescheidener Hof ist in Sicherheit und hat alles, was er braucht. Dank dir, Besucher. Du hättest dir für uns wirklich keine solchen Umstände machen müssen, mein Schatz. Aber Pa, Bessie und ich möchten dir für deine Hilfe danken. Und du wirst auf diesem Hof immer willkommen sein. Yeah, buddy, let's go. Oh, toll, eine Waffe, eine blaue. Ich verkaufe die hier mal. Eine Pinata irgendwo. Money. Alright. Die nächste Mission. Hier. Obwohl, warte mal kurz. Wir haben noch einen Typhoon-Log gefunden hier. Mhm. Ja, wir haben aber einen Scheißdreck. Ah, da gibt's. Hier ist noch eine Mission verfügbar. Du kannst die Mission natürlich auch nach Ortschaft mehr oder weniger filtern lassen, ne? Also, wenn wir schon hier sind, sollten wir mal eventuell gucken, dass wir dementsprechend auch die ganze Mission hier machen. Ja, ja, das machen wir jetzt auch. Ich würde gerne die Reise zu den Splitterlands Werkstatt machen. Dafür müsste aber weg aus dem Mini raus. Hab ich gerade gemacht, du? Yes, 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 yes. Jetzt will er nicht mehr. Hallo. Ido ist im Fahrzeug. Deswegen. Ido! Ja. Yeah. Ja, wir machen die Nebenmission noch hier, weil wir dann ziemlich sicher auch noch eine Dings kriegen, Typhoon Log finden. Das machen wir vielleicht hier auch noch die Truhe auf. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Ido. Ich bin Bäckerin. Ich hab mir was dazu verdient. Du bist Bäckerin. Okay. Für Banditen gebracht. Hallo. Aber, nein, ich bin keine Banditin, aber irgendwie muss man ja an seine Kohle kommen. Jetzt weigern sich diese Versager, für meine Gebäckspezialitäten zu zahlen. Also will ich an ihnen ein Exempel statuieren. Hol mir ein Dutzend Spider-Man-Eier und ein Fass Schießpulver. Ha! Ich heize schon mal den Ofen vor.
Ich hätte mehr an Baguette gedacht und... Na, okay, ich hole dann mal das andere. Ich plane, einen Vergeltungskuchen für den Flammenfäuste-Clan zu backen. Die Eier lassen den Teig aufgehen und das Schießpulver lässt ihn... Naja, explodieren. Nur so als Warnung, wenn der Ofen heiß wird, wenn ich es auch... Bist du die große Schwester von Tina? Ja, ich hab den Goliath mal released. Right. What the? Was ist gerade passiert? Da steht einer, er guckt zu mir hoch, er fängt an mit irgendeinem Satz, ich habe akustisch nicht verstanden, was er sagen wollte, und dann schmeißt mein Jabba ihm Fass an und er war einfach weg. Er war einfach komplett weg, er hat einfach eine grüne Explosion und er war weg. Das ist meine schlechteste Waffenkiste. Ist irgendwas Gescheites drin mit euch. So, haben wir eigentlich irgendwo mal wieder rote Kisten gesehen? Rote Kisten? Ja, das sind die roten, das sind eher versteckte Kisten, die roten. Das sind noch etwas besondere Kisten als die normalen Waffenkisten. Ich fahr schon mal weiter. Wo geht's überhaupt hin? Was müssen wir machen? Oder ist eine Leiter? Eier, wir brauchen Eier. Die große Schwester von Tina, die Bäckerin, die keine Pizzen backt, dachte sich, sie sprengt mal den Feuerflammen-Clan oder whatever, irgendwas, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir bringen ihr einfach den Stuff, den sie braucht. Die soll die Leute in die Luft jagen, die sie will. Das schon. Sie braucht dafür Eier. Ich verstehe. War das jetzt Stahl. In Bezug mit den Stieren? War das gerade in Bezug mit den Stieren, die gerade erwähnt wurden? Nein, ist gut. Nein? Okay, gut. Er hat schon die Befürchtung fast. Spüre die Blutgier. Spiederrand. Spielrand, König war nette. Aber nette, die nette. Okay. Warum ist der? Ich, Ui, Nades, Nades, everywhere, everywhere are Nades. Bitte sag mir, dass wir nicht die Eier von diesen Spider-Rats nehmen. Holy wir nehmen die Eier. Ah, das ist der König. Hi, König. Ich weiß es gerade nicht. Ah, hier ist ein Ei. Hier ist eine Waffenkiste. Und ich habe noch eine neue Waffe gekriegt. Das ist auch eine Maliwan-Waffe. Mal gucken, ob die cool ist. Oh, witzig. Sonst fehlen nur noch 4 Eier. Die nicht aufgesammelt wurden. Adam. Das sollte alles sein, was ich für den Kuchen brauche. Bring
Bin wirklich zum Kuchen backen? Auch wenn es eine ungewöhnliche Zutat ist, beitreten. Ist ein altes Familienrezept. Ein altes Familienrecht. Ich schwöre, das ist die Schwester von Tina. Oder zumindest eine fernentfernte Cousine. Ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst ein paar Wörter, ein paar Buchstaben drehen und dann macht das Sinn. Du darfst Ito einfach nicht an die Geschütze lassen. Die Buchhaltung dreht durch bei der Munitionsverschwendung. Unendlich Sammo, was ist? Das dauert nicht lange. Wieso eine Pinata. Und mit Kerzen meine ich Dynamit. Das hast du gut gemacht. Dynamit besorgt. Hi. Sieh dir nur diese hässliche Schönheit. Mac. Schnapp dir. Komm mal kurz hier rein. Und wir können endlich Vergeltung üben. Bevor ich den Kuchen aufnehme, möchte ich, dass ihr euch den Kuchen mal anseht. Okay. Super. Schmackhafter. Leckerer Kuchen. Mit Augen drin. Bring sie zur Anlage der Flammenfäuste. Ich werde nicht verraten, woher sie ihren Namen haben, aber sagen wir mal, ein Kleckser Schmalz kann nie schaden. Wie auch immer, sagt ihnen, der Kuchen ist für den Geburtstag des Faustkönigs. Ja. Also, ja. Wenn ich wüsste, dass dass wir gerade möglicherweise junge Zuschauer haben, dann hätte ich jetzt schon gesagt, naja, Damen und Haus des Sonnen, Alien. Setz was, den Kuchen auf der Lore da zusammen. Das ist die richtige Einstellung. Gar nicht auffällig. Geschlossene Gesellschaft, Hackfleisch. Was willst du? Ich habe einen Kuchen für den Faustkönig. Kuchen? Oh, scheiße, ja. Der König wird sich vor Freude ins Fäustchen lachen. Immer her damit. Na los, zünde die Kerzen an und gib ihm einen Schub. Ah! Schubs ihn schon feste. Glückwunsch, Faustkönig! Oh je. Frohes Blutfest für dich! Es ist dein Geburtstag, haben Waffen für dich! Verpasst uns keinen Schlag! Frohes Blutfest für dich! Es ist dein Geburtstag, halten dich auf Grab! Von heute bis ins Grab! Oh scheiße, ich stehe ziemlich... Okay! Ich werde nie wieder ein Geburtstagsgeschenk, geschweige denn einen Geburtstagskuchen annehmen. Ja. Bereit für einen Kampf? Schon komisch. Beatrices berüchtigte explodierende Kuchen haben sich bereits herumgesprochen und die Bestellungen nehmen kein Ende. Schätze, du hast mir mehr als nur einen Gefallen getan, Kammerjäger. Oh, ich wollte mir diese Pinata für eine ganz besondere Geburtstagsparty aufheben, aber ich glaube, du hast sie dir verdient. Sie gehört dir, Kammerjäger. Ich drehe mich um und denk mir so, oh ja, geil, Pinata. Und dann ist die Pinata weg und Ito steht da. Die war schon vorher weg. Ah! Nur ja, weil na dann. Ich hab ausgesehen, bevor sie gesagt hat, nimm die Pinata schon draufgeschossen. So was Doofes aber auch, ne? Ja. Also, Typhoon Lock haben wir eigentlich zwei hier in dem Gebiet.
Du hast mir wohl etwas Beute besorgt. Ich weiß, wo das nächste ist. Und scheiß, hör mal auf, die ganze Zeit rumzuballern. Das macht mich echt kirre, hey. Bitte lass mal einen Blitzer wechseln. Holy crap.